Chase Electronics. Technischer Support bei MPF und CCSC mit Ethernet-Eingang. Heute spreche ich darüber. Wir haben das Produkt erhalten. Ich öffne die Box. Das Produkt hat eine spezielle Bedienungsanleitung. Bitte prüfen. Unser Produkt enthält 4 Kunststoff-Montage-Adapter für die Montage auf einer 6x6x69 Panelabdeckung. Das Produkt enthält eine Batterie. Sie muss installiert werden, um das Datum und die Uhrzeit aktuell zu halten. Analysieren Sie die Terminalstruktur und Verbindungen unseres Produkts. Rote Klemme hier ist Stromversorgung für A1, A2. Es soll eine Spannung von 570 VAC DC angelegt werden. Auf der rechten Seite haben wir K1, L1 bis K4, L4. Neutralstrom von K4 und L4 messen. Nicht obligatorisch. Verbindung ist freiwillig. Spannungsmessungsterminal unten. 5300 VN-Leiter und 5480 VPH-Leiter verbunden. V1, V2, V3, VE und N. Neutral ist mit 16 in Abschnitt N verbunden. Wir haben RS4 und 45 Terminal unten. Erdungskabel mit Anschluss verbinden. BA ist verbunden. TR-Anschluss ist vorhanden. Da unser Gerät Ethernet unterstützt, müssen wir die Ethernet-Buchse anschließen. Unsere Batterie aus der Box muss oben in den Batterieschacht eingesetzt werden. Achten Sie auf die Plusrichtung. Installation weiter fortsetzen. Produkt angeschlossen, installiert, Energie geliefert. Auf erstem Einrichtungsbildschirm mit Sprachauswahl begrüßt. Es unterstützt Türkisch, Deutsch, Französisch und Englisch. Set-Taste wurde gedrückt und bestätigt. Er fragte nach dem Verbindungstyp der Spannungsmessung am Backup-Gerät. Wir haben 3 Phasen. 4 Drähte und den Neutralleiter verbunden. Die Anleitung zeigt andere Verbindungstypen. Wir wählen eine dreiphasige und vieradrige Verbindung. Set-Taste drücken, überprüfen, Hochspannungstransformator begrüßt uns hier. Bei Verwendung eines Spannungstransformators im Netzwerk fragt er beim Aktivieren nach Primär- und Sekundärverhältnis. Werte eingeben, keinen Spannungswandler nutzen, in den passiven Modus setzen. Es ist neben mir ausgegangen. Wir drücken den Knopf. Wir genehmigen. Der Stromwandler unterstützt CTs mit 5A und 1A Ausgängen. Unser CT beträgt 5A. Daher wählen wir 5A und bestätigen es mit CT. Er fragte nach Primär des CT. Bei Bedarf passen wir uns an CT von 1000 bis 5 an. 4 auf Bildschirm. Rückwärtspfeil. Zurückgehen. Schritt für Schritt, Abwärtstaste auf 0, vorwärts bewegen, Pfeil drücken, auf 50 einstellen. Wir können diese Zahlen mit der Abwärtstaste erhöhen oder verringern. Wir haben eine Menge erstellt. Frequenzanfragen 50 Hertz, 60 Hertz. Mit 50 Hertz flackerte es. Hier herrscht Spannung durch 50 Hertz. Spannung konstant 230 V. Wir gehen voran. Beachten Sie die Zeitzone in der Provinz und Region, in der wir sind. Bei Aufenthalt im Land geben wir die GMT-Zeitzone ein. Wir können es hier einstellen. Wegen der Bedeutung der Kommunikation und Protokolldatensätze ist es nötig, dies mit Datum und Uhrzeit einzugeben. Datum eingegeben, Uhrzeit erneut korrekt einstellen, Endepass hier geschlossen, App für Änderungen verwenden. Wir wählen den geschlossenen Durchgang. Wir erstellen ein Set. Zurücksetzen des angezeigten Textes. Jetzt bereit. Mit Fuse-Neutral-Messbildschirm begrüßt. Spannungsebenen von Fuse-Neutral für jede Verzerrung gemessen. Anfangs Spannung, Strom und Frequenz auf erstem Knopf. Beim Betreten zahlreiche Messungen. Beim Drücken des Sets sehen wir die gemessenen MNN-Max-Werte wie folgt. Es gibt erneut P, P, F-Tasten an der Seite. Leistung und Leistungsfaktor. Hier sehen wir die reaktiven Kräfte, wenn gedrückt. Sichtbare Kräfte. Energiemessgerät-Menü auf Gerät.
produzieren und verbrauchen Strom im Netz. Hier gibt es reaktive und aktive. Durch Drücken der E-Taste erscheint ein K-Doppelbildschirm. Hier gibt es eine Messung des Energieparameters. Während Überschusszeiten erzeugen wir Energie in Solar- und Windkraftwerken und speisen sie ins Netz ein. Es gibt bidirektionale Zähler für Parameter. Es gibt Tarife und ein Menü für THD. Hier sehen wir die gemessenen Harmonischen bei THD. Stolz in Energieanwendungen und Energiequalitätslösungen mit NTS Electronics.